Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video im Selbsterkenntnis-Weihnachtskalender. Es wird ein weiteres Fenster geöffnet und heute möchte ich dir etwas erklären, etwas Besonderes, eine besondere Form der Deutung. Die siehst du jetzt hier schon aufgeführt, doch vorab eine kurze Erläuterung. Denn in diesem Selbsterkenntnis-Weihnachtskalender wollen der Gerhard, mein Mann und ich dir nicht nur die indische Astrologie, die vedische Astrologie näher bringen, sondern auch Teile der vedischen Philosophie. Denn die vedische Philosophie war mitunter Grund, warum wir uns für die vedische Astrologie entschieden haben und nicht für die hiesige Astrologie, die normalerweise im Westen praktiziert wird. Unter anderem ist es so, dass zur vedischen Philosophie gehört, dass wir Seele sind. Ja, es gibt eine Seele, die ist ewig, nicht wie hier dieser Körper auf der Erde, der veränderlich ist und eben begrenzt und endlich. Die Seele ist ewig und unendlich, also sind zwei konträre Eigenschaften und Qualitäten, wenn du so willst. Und wenn wir mit so einem Weltbild das Leben betrachten, dann werden ja auch Horoskope ganz anders gedeutet, als wie wenn ich jetzt denke, okay, es gibt dieses Leben, ich habe diesen Körper, ich bin jetzt diese Person und ich habe diese Möglichkeiten und im Rahmen dieser Möglichkeiten mache ich das jetzt, bis halt meine Zeit abgelaufen ist und das war's. So. Und das ist eben in der indischen Astrologie nicht so. Da ist auch Reinkarnation, auch Wiedergeburt ganz fest verankert in der Kultur, in der indischen Kultur, damit natürlich auch in der vedischen Philosophie, die mit einwirkt in die vedische Astrologie. Also ein ganz, ganz anderer Ansatzpunkt von Haus aus. Wenn du mal nachsinnst für dich selber, wenn du entweder glaubst du schon dran oder wenn du es zulassen würdest, dass deine Seele ewig ist, dann wird so manches hier auch gar nicht mehr so groß und bedeutend erscheinen. Das heißt nicht, dass es dann unwichtig ist, um Gottes Willen, das meine ich nicht. Wir sollen dieses Leben schätzen, achten und ehren und das Beste daraus machen. Trotzdem gibt es etwas, was sogar noch über diesem Leben steht. Und dieses etwas, wo auch wir schon da waren, da auch wieder hingehen werden, wenn unser letztes Stündlein hier auf der Erde geschlagen hat, das wird unter anderem dargestellt durch die Seele. Und diese Seele muss ja auch das Wissen haben. Sie muss das Wissen um ihre Ewigkeit haben. Und jetzt versuchen wir im Allgemeinen diese Beständigkeit, dieses Ewige in dieser vergänglichen materiellen Welt zu suchen. Solange die Dinge gut laufen, denken wir, super, wir haben es gefunden, wir haben uns hier etabliert, wir haben uns eingerichtet. Wir haben uns unser Königreich erbaut, bis spätestens eine Art von Krise in dein Leben tritt, dass du vielleicht Geld verlierst, dass du den Beruf verlierst, dass du Gesundheit verlierst oder dass sogar geliebte Menschen durch den Tod von dir getrennt werden. Und dann merkst du, dass die Beständigkeit, nach der du dich sehnst, die Ewigkeit, nach der du dich sehnst, an die du dich noch erinnern kannst, weil du ja Seele bist und das mitbringst, selbst wenn dein Bewusstsein hier verschleiert ist und du bewusst vielleicht gar nicht daran denkst, weil es scheint, dass du es vergessen hast, aber etwas tief in dir ahnt es oder sucht danach und sucht aber am verkehrten Platz. Weil diese Welt hier ist vergänglich. Auch wenn wir uns selber anschauen, sind wir ja schon ganz oft gestorben. Was meine ich damit?
siehst du heute noch aus wie das Baby, was du einmal warst, so wie du bei deiner Mutter aus dem Schoß herausgekommen bist, wie sie dich geboren hat, siehst du noch so aus? Nein, ganz bestimmt nicht. Siehst du noch so aus wie der Junge oder das Mädchen, was du einmal warst in der Kindheit? Ganz bestimmt nicht. Siehst du noch so aus wie die Jugendliche oder der Jugendliche, der du einmal warst? Außer du bist jetzt noch in der Jugend, dann siehst du noch so aus. Aber ich sage dir, wenn du älter wirst, dann wird sich auch das verändern. Wenn du aus der Jugend schon heraus bist, dann weißt du, auch das bist du nicht mehr. Dein Körper hat sich verändert, deine Persönlichkeit hat sich verändert, deine Lebenssicht, wie du auf das Leben reagierst, alles verändert sich. Und wenn du, egal in welchem Alter du heute da bist, wenn du jetzt dich im Spiegel anschauen würdest und wenn du ein Foto von deiner Kindheit, Jugend als Baby anschauen würdest, dann musst du mir sagen, da ist eine andere Person. Klar, man kann dich vielleicht noch erkennen, natürlich, aber exakt die gleiche Person ist es nicht mehr. Allein dein Körper zeigt dir schon, dass wir in der Welt des Wandels, in der Welt der Veränderung angekommen sind und die Beständigkeit, die Ewigkeit, diese ewige Verbindung, nach der wir suchen, werden wir in einer vergänglichen Welt nicht finden können. Aber warum sehnen wir uns nach Beständigkeit, nach Ewigkeit, nach Verbindung? Weil es noch etwas geben muss außerhalb von diesem Körper. Und das wird unter anderem auch eben durch die Seele dargestellt. Und dieses ganze Wissen um die Ewigkeit, um Seele, um dass es noch was Höheres gibt, wie das Körperliche oder Materielle, dass es weitergeht, dass es geistige Aspekte gibt, dass es einen Schöpfer gibt, einen Gott. All das ist in der indischen Kultur, damit auch in der vedischen Philosophie, damit auch in der vedischen Astrologie noch ganz, ganz normaler Bestandteil. Und deswegen haben der Gerhard, mein Ehemann und Kollege, uns vor vielen, vielen Jahren entschieden, wo wir nach einer Tätigkeit gesucht haben, die uns hilft, das Leben, das große Ganze besser zu verstehen, Menschen damit eine Hilfe zu geben, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das mit der Astrologie, aber wir machen das mit der vedischen Astrologie, weil die Aspekte, die uns wichtig sind, zu denen wir einen Zugang haben, die mit uns in Resonanz gehen, weil wir das als Wahrheit empfinden, dort noch mit enthalten sind. Und so muss es jetzt doch auch die Möglichkeit geben, dass wir, wenn wir Seele sind, aber auch der Körper hier sind, der Erfahrungen macht, gute, schwierige, und auch ein Bewusstsein haben, muss sich das doch auch in einem Horoskop darstellen lassen können. Und das ist auch möglich. Das siehst du jetzt hier. Da oben, wo ist die Maus? Da zeige ich es dir. Da steht Sudarshana Chakra. Es wird auch das Rad Vishnus genannt. Oder eben hier in der Kala Software heißt es Sudarshana Chakra. Und dieser runde Kreis, dieser große Kreis ist jetzt wichtig. Ich erkläre ihn dir gleich mit den verschiedenen Symbolen. Das sind die Planetensymbole. Und hier haben wir in diesem Kreis da oben dieses erste Haus, dieses, dann dieses und dieses sind das erste Haus oder der Aszendent. Und die Sonne in der westlichen Astrologie zum Beispiel, das ist auch noch ein großer Unterschied, steht für dich, denn hier legt man ja so viel Wert auf das Sternzeichen. Das ist meistens das Zeichen, in dem sich die Sonne befindet. In der indischen Astrologie hier hat die Sonne zum Teil eine ganz, ganz andere Bedeutung, denn die Sonne repräsentiert die Seele. Die Sonne repräsentiert dein höheres Selbst. Ja, die Sonne im Allgemeinen steht für die Überseele und im Kleinen für deine Seele. Und diese deine Seele erinnert sich an all die Dinge, die ich dir gerade gesagt habe. Wir sind ewig. Wir vergehen nicht nur, weil das körperliche Leben vergeht. Wir suchen nach dieser ewigen Verbindung, nach dieser
ewigen Beständigkeit, nach dem Ort, wo wir nicht permanent einem Wandel unterliegen. Und das ist alles verankert in deiner Seele. Und deine Seele hat aber natürlich auch schon bestimmte Erfahrungen gemacht, auch in anderen Leben, bringt schon bestimmte Themen mit. Und diese möchte sie natürlich, dass du sie jetzt auch hier durch dieses Leben, dass sie sich ein Stück weit ausdrückt und dass sie mit dir in Kontakt geht. Also, dieses Rad hier, dieses Horoskop, das Äußere, wo ich jetzt mit der Maus durchgehe, wird das Horoskop als das Horoskop angesehen, was deine Seele anzeigt. Und das erste Haus ist dann immer dort zu finden, wo deine Sonne drin ist, denn die Sonne repräsentiert in der vedischen Astrologie deine Seele, dein höheres Selbst. So. Ganz unten dieser innere Kreis, also der innerste Kreis sozusagen, das hier ist jetzt der Aszendent. Bei dieser Person ist das der Aszendent Löwe. Das ist das erste Haus. Und der Aszendent beschreibt deinen Körper, beschreibt deine Persönlichkeit in diesem Leben. Und die ganzen Häuser dann, die angeordnet sind, drücken aus, was du in diesem Leben erfahren wirst. Wo wirst du Erfahrungen machen? Diese Person zum Beispiel, schau, hat alle Planeten in den Häusern, wo man nach außen geht. Das war jetzt nicht unbedingt eine Person, die viel innere Arbeit gemacht hat, ja. Sie hat sich mehr auf das Außen konzentriert, im Außen gelebt. Die ganzen Planeten sind außen. Doch wie kommuniziert jetzt die Seele mit dir als Person? Das macht sie über dein Bewusstsein. Dein Bewusstsein, dein Inneres, dein innerer Geist wird durch den Mond dargestellt in der vedischen Astrologie. Deswegen machen wir das Haus, worin sich der Mond befindet, hier zum Aszendenten. Und jetzt legen wir sozusagen deine Seele ins erste Haus, dein Bewusstsein, den Mond ins erste Haus und deine Persönlichkeit, deinen Körper, den Aszendenten ins erste Haus. Daraus ergeben sich dann verschiedene Deutungen. Doch vor allen Dingen wollen wir sehen, wie jetzt diese ersten Häuser auf der seelischen Bewusstseinsebene oder geistigen Ebene und auf der körperlichen Ebene, ob die miteinander harmonieren oder eher im Konflikt sind. Ich habe für dieses Beispiel Horoskop meinen Vater ausgesucht. Und ja, das schauen wir jetzt. Ich habe das vorher so noch nicht gemacht gehabt. Mit meinem Vater, mein Vater so beleuchtet. Aber das machen wir jetzt mit dem Rad Vishnus. Und dann sehen wir auf der Seelenebene, dass die Sonne im Zeichen Stier ist. Das Zeichen Stier hat viel mit Versorgung zu tun. Das Zeichen Stier hat viel mit, ja, materiellem, auch äußerlicher Sicherheit und Stabilität auf der äußeren Ebene zu tun. Passt das jetzt so gut auf die seelische Ebene, wo es ja mehr um, ja, die Sicherheit auf anderen Ebenen zu tun hat, nicht in der Materie? Nicht. Und deswegen der Regent vom Stier, die Venus. Die Venus möchte in dieser Welt genießen, die Freuden dieser Welt genießen. Passt jetzt nicht so gut zur Sonne. Die mögen sich nicht, die zwei. Also hat er jetzt auch Schwierigkeiten ein Stück gehabt, mit seiner Seele wirklich vorwärts zu kommen, weil er doch noch zu sehr am Genuss in dieser Welt gehangen ist. Auf die äußeren Sicherheiten und Stabilitäten mehr gebaut hat, als wie auf die inneren, geistigen, seelischen Qualitäten. Oder zumindest war bei ihm, wie sagt man so schön, schlugen da zwei Herzen in seiner Brust, die ihn nicht, ja, sich so richtig Richtung Seele haben frei entfalten lassen können, weil er doch auch zu sehr
auf den Genuss im Außen orientiert war. Und natürlich auch Familie. Stier sind Familienmenschen, spielte eine ganz, ganz wichtige Rolle bei meinem Vater. Also, seine Seele konnte sich nicht wirklich so gut ausdrücken, jetzt mehr in diesem nach außen hin gerichteten Stierqualitäten. Jetzt schauen wir uns sein Bewusstsein an. Sein Bewusstsein, der Mond steht im Widder, wird damit zum ersten Haus. Wie wird sein Bewusstsein beschrieben? Der Widder ist der Anfang, der Urimpuls, der Start, die Urenergie. Widder-Persönlichkeiten handeln erst, reden erst, tun erst etwas und denken später nach. Und dann passiert es natürlich ganz oft, dass sie dabei auch Dinge tun, wo sie später sich denken würden, hätte ich das vielleicht lieber nicht so gemacht. Aber beim Widder geht es eben darum, den ersten Impuls zu setzen, nach außen zu gehen, zu starten, zu beginnen, etwas zu machen, zu initiieren. Aber allein dadurch, weil wir schon sehen, dass sein Geist, der Mond, sein Bewusstsein in diesem ersten Zeichen ist im Widder, wird er auch Konflikte in seinem Leben erfahren. Denn in der Welt oder auch im Umgang mit anderen Menschen können wir nicht immer rausplatzen. Natürlich, wir können schon, aber wenn wir das tun, hat das dann auch Konsequenzen, auch in Beziehungen oder eben auch, dass wir Dinge zu früh starten, vielleicht auf eine zu impulsive Art und Weise etwas starten, etwas beginnen, wo wir dann danach auch wieder ein Stück weit Scherben aufräumen müssen, die wir da hinterlassen haben mit unserer Impulsivität. Und solche Menschen, der Widder, dem geht es nie schnell genug. Also Geduld ist nicht die Stärke von Widder-Menschen. Und es muss alles schnell gehen, es muss alles unter Druck passieren. Und wenn man selber so diesen Druck hat, dann übt man ihn ja auch im Außen aus. Ja, denn wenn jemand in seinem Bewusstsein permanent alles schnell immer sofort tun muss, dann wird er natürlich das auch von anderen Menschen erwarten und diesen Druck auch nach außen abgeben. Also nicht immer ganz einfach dann im Umgang miteinander. Aber jedes Zeichen hat seine Qualität. Und so würde so einem Menschen zum Beispiel gut tun, der selber innen so viel Druck hat, zu meditieren, in die Natur zu gehen, andere Dinge zu tun, die ihn beruhigen, damit hier diese Widder-Urenergie ein Stück weit auch wieder ausgeglichen werden kann. Gut, dann schauen wir uns seinen Körper an, seine Persönlichkeit, seinen Lebensweg hier tatsächlich auf der materiellen Ebene. Und das ist interessant, denn hier haben wir am Aszendenten das Zeichen Löwe. Löwe wird von der Sonne regiert. Das bedeutet allein dadurch, Löwe ist damit auch ein sattwisches Zeichen, ein reines, nobles, edles Zeichen, sehen wir schon ein Stück weit, dass seine Seele auch versucht, sich auf dieser körperlichen Ebene auszudrücken. Der Löwe hat auch immer mit Führungsaufgaben zu tun, verantwortungsvollen Positionen, dass er irgendwo ja einfach mehr Verantwortung übernehmen muss. Und das musste er definitiv, zwar nicht beruflich, aber er musste in der Familie Mutter und Vater sein, denn meine Mutter, die starb, als ich 6 war, und dann stand mein Vater mit 3 kleinen Kindern da und musste beide Rollen übernehmen, ob er wollte oder nicht. Gut, er hat Hilfe gehabt durch seine Mutter, die uns mit großgezogen hat, aber klar, das war die Oma, die war ja auch schon älter, und so hatte er trotzdem diesen Elternteil mehr Verantwortung, letztlich dann doch. Weil Oma ist Oma, auch wenn sie wie unsere Mama war, trotzdem war er dann, ja, ein Elternteil oder zwei Elternteile in einem, wie man das ausdrücken soll. Gleichzeitig, auch wenn die Sonne jetzt versucht, etwas Nobles, etwas Edles, etwas Gutes zu tun, hat der Rahu im Aszendenten ihm Schwierigkeiten bereitet. Also er hat
das nicht klar erkennen können. Er hat es nicht richtig sehen können oder ist vielleicht auch bestimmten Illusionen hinterhergelaufen. Ist auch öfters sicherlich über das Limit hinausgegangen, sowieso mit einem Bewusstsein, wo die Dinge nie schnell genug gehen, wo er selber immer unter Druck war, und dann kann er vielleicht auch auf der äußeren Ebene die Dinge gar nicht klar wahrnehmen oder muss selber seinen Weg erst noch finden, denn überall, wo wir den Rahu sehen, heißt das, jemand betritt hier Neuland und er wird durch Versuch und Irrtum nach und nach erst entdecken, in dem Fall Rahu beeinflusst das erste Haus, erst nach und nach wird er entdecken, wer er wirklich ist, was er wirklich will, wie sein Lebensweg tatsächlich aussehen soll. Und oft ist er da auch einfach, ja, verloren oder macht sich auch Dinge vor, die vielleicht gar nicht so sind, bis er irgendwann in der Lage ist, das zu erkennen. Das bedeutet, wenn wir jetzt das anschauen, seine Seele versucht sich zu zeigen, auch auf der körperlichen Ebene, hier in diesem Leben durch seine Persönlichkeit, denn er hat den Löwen im Aszendenten gleichzeitig vernebelt, aber der Rahu oft seinen Blick und seinen Weg, und er wird ein Leben führen, zwar ein beständiges Leben, der Löwe möchte beständig sein, ist ja ein fixes Zeichen. Die Sonne steht auch in einem fixen Zeichen und er hat auch viel Beständigkeit in seinem Leben gehabt, mein Vater. Und so wird der Rahu ihn aber trotzdem auch in extreme Situationen bringen, ihn außergewöhnliche Dinge tun lassen. Er hat stark mit dem Ausland zu tun, auch das stimmt, sein Lebensweg. Er als Person wird stark mit dem Ausland verbunden. Er ist ausgewandert im Jahr, wann war das? Im Jahr 84 von Rumänien nach Deutschland. Und so hat auch das Ausland auf seinem Lebensweg eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Und der Rahu steht auch mehr für, ich sag mal, die materiellen Freuden, für das Äußere, für den Genuss außen in der Welt, kann auch exzessives Verhalten mit sich bringen, kann auch Suchtthemen mit sich bringen. Auch das war alles Bestandteil des Lebens meines Vaters. Doch Gott sei Dank kam dann auch nach vielen Jahren, hat die Seele dann doch mitgeholfen, als er dann zum Beispiel vom Arzt hörte, es wäre besser mit 50, er würde aufhören zu trinken, wenn er noch leben möchte. Dann hat der Löwe geholfen, dass er doch noch dieses noble Ziel anpackt und seine Süchte überwindet. Und er hat sowohl mit dem Alkohol vor langer, langer Zeit aufgehört, als auch mit den Zigaretten und hat dadurch doch noch ein schönes, langes Leben geschenkt bekommen. Gut, damit möchte ich es jetzt erstmal belassen. Es ist wichtig, dass du weißt, man kann auch diese verschiedenen Ebenen, sprich hier Seelenebene, Bewusstseinsebene, ist was letztlich die Verbindung zwischen der Seele und dem Körperlichen ist, und hier tatsächlich das körperliche, materielle Leben auch in einem Horoskop darstellen, um zu sehen, ja, wie kommunizieren diese drei verschiedenen Ebenen miteinander? Sind sie kompatibel oder nicht? Tut sich die Seele schwer, hier durchzukommen oder fällt es ihr leicht? Und so kann man noch ganz, ganz viele interessante Informationen aus dem Rat Vishnus herauslesen. Ich wollte dir damit nur einen Einblick geben und auch, ja, eine Erklärung geben, dass wir nicht nur uns auf diese körperliche, materielle Ebene beschränken sollten, sondern dass wir auch Bewusstsein sind und dass das Höhere, das Göttliche, das Ewige über unser Bewusstsein sich dann letztlich auf der tatsächlichen Ebene ausdrückt. Gut, schau dir bitte auch noch alle anderen Videos an, die dich interessieren, im Rahmen des Selbsterkenntnis-Weihnachtskalenders. Du findest unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung einen Link, wo du dann auf diese Webseite geführt wirst und wo du dann die verschiedenen Fenster öffnen kannst.
Ansonsten lade ich dich auch noch herzlich ein, besuche den Selbsterkenntnis-Weihnachtsmarkt und ich bin mir sicher, dass du sowohl für dich als auch für liebe Menschen dort ein Geschenk mit Wert, ein Geschenk mit Tiefe, mit Nachhaltigkeit für dich finden kannst. Auch dazu findest du einen Link unterhalb dieses Videos. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute erst einmal und bis zum nächsten Video.